It all starts with a dead girl. Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. That wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. So, und da sind wir zu... Hoppla, ich bin noch in der Party. Weg. So, und da sind wir in The Medium. Es soll ein Psycho-Horror-Spiel sein. Und ich bin interessiert, deshalb werde ich jetzt mal eine Stunde reinschauen in das Spiel. Und gucken, was es so zu bieten hat. Und ob es mir zusagt. Oktober 2. 2. Oktober, Tag der Schutzengel. Begräbnis, Ultraschall. Biopsie, Paket an Marianne verschicken. Termin beim Neurologen, Begräbnis, Ultraschall. Termin beim Neurochirurgen, Begräbnis um 9 Uhr, Begräbnis um 11 Uhr, alles klar. Marianne vom Bahnhof abholen. Na, wenigstens geht's Marianne gut. Ja. 60 Frames wären mir zwar lieber, aber gucken wir erstmal. Shit. Hast du dich echt von der Katze erschreckt? Nice to see you too.
Hat bei mir nicht funktioniert. Folgen wir erstmal der Katze. Obwohl, vielleicht sollen wir hier. Jack's room. It's like ich kann dich nicht streicheln. Okay. Damn it. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Das haben sie zu mir auch immer früher gesagt. Während ich da meinen Namen tanzen sollte. Ich bin was ganz Besonderes. Jack was part of the Solidarity Movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Mich nervt irgendwie diese gefühlt 30 Frames. What do you think's gonna feed you now? Kann ich jetzt streichen? Jack Nein, kann was ich nicht. A humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt. Ups! Ich dachte, sie wäre fertig. Ja, gut. Ich lasse dich in Zukunft ausreden, ja? Bevor du böse auf mich wirst hier. Oh je. Sieht ja jetzt schon schrecklich aus. Weird to be back in my old room. So many memories. Yeah. I used to have a thing for him. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Mhm. Also scheint es Geister hier zu geben, wenn ich das richtig verstehe? Okay, mein Spiegelbild macht nichts. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Ja, das denkt man dann nachher meistens. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Ein bisschen Hintergrundinformation ist aber schönes. Das war's dann hier, oder? Oder kann ich hier vorne noch was angucken? Nein, kann ich nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Ich sollte ja irgendwie eine Krawattennadel finden, oder? War es dann doch hier? Da. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Natürlich. Wir haben Röntgenblick. A oder X zum Kombinieren. Hm. Okay, I think that's it. Jack's waiting downstairs. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Ich kann nicht singen.
Es tut mir leid für Rowan. Wo soll ich jetzt hin? Ha? Ich habe hier alles angeguckt. Alles angeguckt. Gehst du durch die Tür? Hallo? Wir wollen hier raus. Madame, wir wollen hier raus. Du willst nicht, dass ich hier raus will, ha? Okay. Machen wir das nochmal. Ich habe keine Lust, das Spiel neu starten zu müssen. Willst du mich verarschen? Ah, ich bin gegen die Wand gelaufen die ganze Zeit. Das ist das Gute an festen Kameraperspektiven. Da sieht man immer, was überall passiert. Verabschiede dich von Jack. Gelange zum Bestattungsinstitut. Ja, ich würde gerne zu Jack gehen. Der ist auch downstairs, wurde mir gesagt. Stellt sich die Frage... Ah! Wo downstairs ist, wollte ich sagen. Ich kann die Katze füttern. Looks nourishing. Cucci la Cucci! Mmm, delicious. Sonst ist hier nichts. Wir brauchen Dosenöffner. Symbolic funeral of the Sears of Mine. Miners from the Sears of Mine and Trebinja City carried a symbolic black casket. Ein 18-jähriger Student starb während eines Fahrtests. Okay. Okay, okay. 5. November 1999. Ich brauche eine Dosenöffner für die gute Katze. It's all still here. Oh, Jack. Captain Jack. Wie man Fotos entwickelt. Foto für 5 Sekunden belichten. Für 3 Sekunden Multigrade tauchen. Für 3 Sekunden in Stoppbad tauchen. Und für 3 Sekunden in Fixiermitte tauchen. Klingt simpel. I guess I forgot about this one. I can do it now. So, das machen wir an. Okay. This is my window. Now it's overexposed. Okay. Dann mach es nochmal. Für 5 Sekunden. Ach so, okay, okay. Für 5 Sekunden. Alles klar. Ich habe nicht aufgepasst. Wenn man schon daran scheitert. 2, 3, 4, 5. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das... Ich kann nicht ganz erkennen, was was ist. Bist du Fixer? Du bist Fixer. Du bist Multigrade. Alles klar, du kommst zuerst. Da waren 3 Sekunden. Ach, bei mir waren es 3. Zwei, drei. Gut, sehr gut. Dann für 3 Sekunden Stopp. 1, 2, 3. Ah. Und 1, 2, 3.
It was the last photo I took of you, Jack. Shit. Mhm, okay. Hallo, Jack. Ich wette, ich hätte noch ein paar mehr machen können. Du hast sicher ein paar davon gemacht von ihm. So eine kleine Stalkerin. Krieg ich die Dose auch einfach so auf? Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Ich brauch keinen Dosenöffner. Oh, Erfolg. Du hast die Katze in Jacks Wohnung gefüttert. Ja, easy. Ja, ja. Interesting. Sieht alt aus. Sieht auch nicht gerade nach einem entspannten Buch fürs Bad aus. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Mal gucken. Okay, Zigarette. Aber nach unten. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Okay, ich habe gerade sowas wie einen Herzschlag, also mein Controller vibriert gerade. Jetzt nicht mehr. The last goodbye, funeral home. Okay, ich dachte, es hat vibriert, weil hier irgendwas ist. Das Fahrrad ist uns egal. Wir gehen lieber zu Fuß. Obwohl ich nichts dagegen hätte, wie die Jigsaw-Puppe mit einem Dreirad jetzt hier reinzufahren. The last goodbye. Funeral home. Innere Ermittlung. Du hast 25 Gegenstände in einem Durchgang untersucht. Ja, das ist es halt. Ich bin neugieriges Böse. Yeah. Who doesn't? Weeds, get out. Get out. Get out. Jack's in the prep room. Da soll ich hin. Also gehe ich da noch nicht hin. Gehen wir erstmal hier rein. Yggdrasil. Ah, okay. War zugeschlossen. Wusste ich. Bestattungsprotokoll. Name des Verstorbenen. Adam Novak. Novak. Familienkontakt. 3202999. Männlich. 76. Krakau. Hanna. Nie verheiratet. Verheiratet. Ah, verheiratet. Autounfall. Ja, passiert. Touristadam. Ist es der 18? Nee, 23 ist er. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemanden anderen für die Beisetzung finden. Marianne. Traurig. Moment, könnte ich das Bild auch angucken? Ja. Schön. Schön. Ein paar Urnen. Noch mehr Urnen.
Da ist Onkel Toto. Da ist die Oma, die keiner leiden kann. Ja, wer kennt sie nicht? Ein rotes Telefon. Hm. Passt irgendwie so gar nicht in den Raum rein. Alles so trüb und dann knallrote Telefon. Suspekt, dieses Telefon. Gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Ah, dunkle Gänge. Was soll schon passieren? Warum auch das Licht da machen? Not sure if I'm ready for this. Doch, alles easy. Nimm die Jacke mit. Obwohl, erstmal umgucken. Nicht, dass am Ende plötzlich was passiert. 30 Frames passieren manchmal auch. Hey, Jack. Und raus damit. Wie so ein Braten aus der Röhre zu ziehen. Ja, guck, der sieht doch ganz frisch aus. Special clip? No. Where's your tie? Was ist das hier? Der Leichenanziehsimulator? Oh, da ist er. Tada! Snazzy. Miteinander fusioniert. Any other way. So, jetzt. I didn't expect this to be easy. Erfolgreich die Leiche. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. You're ready. Am I? You people read. The sign says closed. What? 1999, da ist es mir schon noch nicht so. Hi! Wer bist denn du? Oh, weg bist du. Ich habe schon so viele von euch kennengelernt: Slenderman, Freddy Krüger. Der Krüger. Oh, was ist da los? Hallo? Entschuldigung, wir haben geschlossen. Ich hab Gänsehaut. Guess you felt it too, huh? Och nö. Onkel Billy. And then it happened. Ach, schon wieder. It so many times just when I thought my day couldn't get any worse.
Kurzhaarige gefärbt. Is that darn notebook? I'm gonna be late. To find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? Oh, I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. All right? All right, Jack. Get some rest. I need no. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone.
It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Klingt vertrauenswürdig. Bei mir schneit's. Schneit echt heftig. Schon lange. Bloober Team Produktion. Matthäus Lena. Wojciech Pierko. Damian Tschukowski. Aneta Bilas. Pilai. Wadroba. Keine Ahnung, warum ich die Russisch ausspreche. Ich glaube, es sind wahrscheinlich trotzdem nur so polnische oder tschechische Namen. Ich habe mir auch so gedacht, also ich glaube, viele hätten da schon nichts gegen, wenn man so eine Fähigkeit hätte, wenn nochmal mit dem Geist des Verstorbenen zu reden. Man muss halt damit klarkommen, dass die Person dann anscheinend ein bisschen, ich sag mal, missgestaltet ist. Man sollte sich nur nicht daran aufhängen, aber es gibt ja viele Situationen, wo es dann noch Dinge gibt, die man gerne gesagt hätte. Fragt sich, ob man das psychisch mitmachen kann. Oh, hör auf! And off I went. On nothing. Kurze Pause, ich mach die Benachrichtigung aus. Das kann ja nicht angehen. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das ist. Da! Erstmal aus. But a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Ich glaube, wir sollen da nicht rein. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Okay. Moment. The front gate was locked up tight. Wer hätte das erwartet? Find another way in. Erstmal hier. Nope, das sieht aus wie Kletter drüber, aber dann komme ich nicht mehr da rein. Also gehen wir erstmal da rein. Anyone home? I guess not. Wenn man das ein Zuhause nennen kann. Neva lässt grüßen. Liebe Grüße aus Neva.
Du würdest es hier lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte und einen kostenlosen Markus. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünsche, du bist hier. Ich vermisse dich. F. Franz! Lissi. Franz! Lissi. Oh, Franz. Der gute Franz in Niva. Oh, die Franzine. Franzine. Ja, das machst du super. Tada! We're gonna have to do better than that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And ja, schneller laufen! Yay! The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Schön durch den Wald. Jawohl. Das sieht doch interessant aus. Was ist das? Da will jemand beispielen. Wollen wir ihn bei ihm mitnehmen? Ah. Hello. Geht's da weiter? Oder geht's da weiter? Das sieht aus, als ob es da weitergeht. Gehen wir erstmal zum Friedhof. Yeah. What's this old thing here? Nimm mal ein Grab. Arbeitest du wirklich beim Bestattungsinstitut? Naja, nicht so sicher. Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. In Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, 1939 bis 1945, für die Töchter und Söhne des Landes, hier ruhen die Gefallenen, um uns daran zu erinnern, dass die ganze Erde ihr Grab ist. Hier scheint auf jeden Fall jemand noch was vorbeizubringen. Ja, kann ich das Foto aufnehmen? Das sticht so hervor, deshalb dachte ich. Oh, ist das schön, joggen zu können. Gut, dass ich das gelernt habe. Gut, wir haben hier Tote aus dem Zweiten Weltkrieg beerdigt. Oder es soll den gedenken. Halt noch sehr ruhig. So kann ich mir noch gar kein Urteil über das Spiel wirklich machen. What's this? Das nennt man ein Herz. Kennst du nicht, weil du nie geliebt wurdest. Ha! Okay, außer von Jack. Aber der ist tot. Tut mir leid. Moment, es sah eigentlich so aus, als wäre hier rechts was. Okay, das Spiel meint also nicht gut. Ich sehe da was.
komme da nicht hin. Da ist doch was. Guck doch mal, Mädel. Okay. Wir ignorieren einfach das leuchtend Weiße da. Wozu hast du deine Fähigkeit, wenn du nicht mal auf einen Ast über einen Ast steigen kannst? Ein Pilz. Ich hasse Pilze. Ehrlich, ich dachte, das wäre eine Brücke. Da habe ich mich verguckt. Ups. Looks like an old fort. Might be my way in. Da hat was gehört. Geh mir erst da lang, wo ich denke, dass ich nicht lang muss. Jetzt sieht es aber so aus, als müsste ich hier lang. Nee, doch nicht. Sehr gut. Warnung. Aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Mois. Kann ich hier noch was machen? Achso, lesen, ansehen. Ja, ist klar. Something happened here. Überall ist irgendwas vorgefallen. Dafür muss ich jetzt kein Medium sein. Place had a story to tell. Well, I guess I was there to listen. Das finde ich halt cool. Zwei verschiedene Welten. Ah, okay. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. Das ist cool. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? Sieht aber auch cool aus da hinten. Hinter dem Licht. So die einzelnen Menschen, Statuen. Und dann werde ich vielleicht damit jetzt dieses Stromding aufladen können. In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Good for you, Marianne. Easy, muss ich jetzt hier noch was aktivieren? Nein. Okay. As much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Das muss so behindert aussehen, wenn hier noch was anderes wäre. Also jemand anderes. Und der sieht, wie sie da einfach nichts öffnet. Oder wie sie da jemanden anfasst, der gar nicht da ist.
So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. Brandgefahr. Hat jemand eine Kippe? Frag für einen Freund. Das ist immer der einfachste Weg. Großer, komischer Wald. Ups. Oh. What happened to you? Was ist denn mit dir passiert? Das sieht aus, als würde es zerbröckeln. Fuck. Fuck. Ganz seltsam. Verdammter Mist, hört doch auf, Wege zu machen, wo ich nicht weiß, wo ich lang soll. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich mal den richtigen Weg zuerst gelaufen. Ja, alles klar. Wir drehen nochmal um. Waldspaziergang tut sowieso mal gut. Keine Menschen hier. Kein Corona-Abstand, den ich einhalten muss. Die Gasse mit zum Jahr kommen. Einmal kräftig genießt und dann ist da Feierabend. What the hell? Homer Simpson war auch hier und hat seinen Affen aus dem Kopf geholt. Ui. Schöner Wald. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Bestellen wir uns erstmal was zu essen. Psst. Ja. Hallo? I'm here. No, there's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. Höchst interessant. Pfeile sagen mir hier nach rechts. Nochmal ein Pfeil nach rechts. Also, jetzt geradeaus. Something.
Kann ich auch irgendwas damit machen oder sehe ich einfach nur hier, guck mal, hier hat jemand Himmel und Hölle gespielt oder wie auch immer das heißt. Tada! Ein Lichtschein. Auf mich. Ich muss ein Engel sein. Kann nicht einfach nur sein, hey, guck mal, ich habe Fußabdrücke gesehen. Fußspur? Ja, gehen wir mal rein. Wir haben sowieso gleich die Stunde voll. Niva, ich komme. Das sind wieder die kleinen Tipps. Taps, Füße. Tippe. Hello? Das hat geholfen. Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way. Ah. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Ja, kriegen wir hin. Wir können so einfach die Scheibe einschlagen. Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Huh? Kinderlachen ist eigentlich nie was Gutes. Also wirklich nie. Wo ist das Kind denn hingegangen? Spielt es jetzt Himmel oder Hölle? Himmel und Hölle? Ach, verdammter Mistdreck. Okay, ich hätte gedacht, da ist jetzt hier was. Wir brauchen etwas, womit wir einen... Können wir hier einfach das Telefon reinrammen oder sowas? Oh, hier ist er auch nochmal. Was haben wir denn hier? Na? Hey, old timer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Meine Liebe, der Sommer ist im vollen Gange, das Resort ist zum Bersten gefüllt. Und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit, aber es ist gute Arbeit, ehrliche Arbeit. Mr. Rekovic sagte, er würde mich gern behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. Franz. Hope you don't mind if I, pop your trunk. Wer soll sich denn noch beschweren? Alles klar, Kofferraum vorne bei dem Ding. Not much here. Although, this could... Ja, kann es. Ow! Shit! What the hell? Oh, nein, das hat gehupt. Hier ist nochmal so ein Schmetterling. Das soll auch sicher heißen, dass hier nochmal irgendwas ist. Ist mir egal. Da war nix. Oh.
Gehen wir mal hier lang. Aha. Boat Horizons. Weite Horizonte. Das Buran-Programm. Das neue sowjetische Raumschiff steht kurz vor dem Start. Mobile Satellitentelefone. Die Zukunft der Kommunikation. Weltweite Ausrottung der Pocken. Die größte medizinische Errungenschaft unserer Zeit. Ja. Warte, ob was noch kommt. Easy. Jetzt machen wir die Tür auf. Und dann ganz entspannt gehen wir hinein. Nachdem wir dann die Mülltonne da vor das Ding geschoben haben, um dann raufzuklettern in das Fenster. Anstatt jetzt einfach mit den Schraubenzieher in eine Scheibe einzuschlagen. Ich meine, das ist sowieso verlassen. Wen juckt das, ob eine andere Scheibe noch kaputt geht? Aber okay. Wir müssen es umständlich machen. Passt kurz, dann so perfekt rein. The great dumpster heist of 1999. War jetzt nicht gerade dein bester Witz. Und wenn doch, dann wird das echt traurig im Laufe des Spiels. I'm starting to get tired of your shit, Neva. Bist du gerade erst hergekommen, sag ich so negativ. Das Ding hat Räder. Na gut, das ist ein bisschen alt. Vielleicht sind die Räder nicht mehr ganz so einwandfrei. Ja, man muss sich schon diesen Aufwand machen. Man kann keine Scheibe zerschlagen. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Jedes Mal, wenn ich Musik anfangen musste zu singen. The Neva Massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Ich würde es ja also komm, Massaker würde ich das jetzt nicht. Ich habe vielleicht ein paar Töne nicht getroffen. Massaker ist schon fies. Hello? Anyone? Thomas? You there? Ach, guck mal, die zerfällt auch langsam. Frühling. Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quellen der Vorväter. Ein literarischer Bestseller von Joanna Chmielewska. Leserfragen, Experten antworten. 10 Nähtechniken für modische Röcke. Oh. So gute Stories. Aha, okay. Da hinten ist schon wieder was am Blinken, aber es ist mir erstmal egal. Mhm. You are here. Da. Mhm. 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 Thomas hätte ja wenigstens notieren können, wo er ist. The Duckling. Das Entlein. Polnische Legende. Drache von Wavell. Seite 4. Warum fallen meine Zähne aus? Zurück zur Schule, Spiel und Kreuzworträtsel und noch vieles mehr. Das ist ja schön. Wollen wir uns nicht hinsetzen und Kreuzworträtsel machen? Ja, mal. Ganz entspannt. London. Warschau.
Moskau. Tagesstätte. Das Nive Raison, Geschmack des Volkes. Da wird das Volk gegessen. Vivian, das Nive Volksresort. Haha, Franz hat wieder geschrieben. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen. Aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich. Ich bin der neue Stabschef. Das könnte es jetzt wirklich sein. Ein neuer Anfang, eine Heimat. Für uns, meine ich. Du, ich, die Kinder. Ich weiß, es klingt verrückt, aber denk darüber nach. In ewiger Liebe. Franz. Ich freue mich so für ihn, dass er befördert wurde. Tolle Zeit am See. Da ist eine Kette drum. Da hilft kein Rütteln. Komm, benutze die Macht. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Yeah. Calm your ass down and answer the bell. Ganz normal. Sinners be damned. Moment, ich lese gerade. Halt die Klappe. Kowalski Brunon, Smok Helena, Maura Victoria, Selassie Boris. Ja, where is Mike Enslin for 10 years? I feel so pathetic and ugly. Lying here. Waiting for you. But that's just silly, ha ha ha. I'm Cat and I liking my belts. Oh, I'm and I licking my balls. Alles klar. Use it. A boy's best friend is his mother. Okay. You and me. Okay. You will break. Vote for Pedro. Fuck me. I'm hard. Stay in the lines. Fuck me right now, hard. Tobillum. Ja, okay, ich bin ja schon da. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Hi there. Oh, hi. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone. Did something happen to them? Mm,
I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. That I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes. Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! For a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Somehow. Jetzt müssen wir irgendwie nach oben. Hey. An elevator. Might as well see if it works. Natürlich. I wished I knew her real name. Shit! Okay, Marianne, just take a deep breath and... let go. Box. Need some energy to spark it up. Ja, ich würde sagen, an der Stelle kann man auch erstmal Pause machen. Ich find's bis jetzt interessant. Ich mag dieses Zwei-Welten-Gedöns. Man muss noch ein bisschen mehr spielen. Das ist ja gerade mal der Anfang. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Like, Kommentare, Abo. Macht, was ihr wollt. Positive Kritik, negative Kritik. Alles gern gesehen. Haut rein, Leute. Tschö mit Ö.